König Salomon war ein gerechter Mann. Wenn es um Rechtsprechung ging, so konnten sich damals die Bürger darauf verlassen, dass sein Urteil gerecht war, da König Salomon ohne Konsequenzen urteilen konnte. In der Demokratie haben wir keinen König, der völlig erhaben und unabhängig entscheiden kann. Wir haben Richter. Diese sollen sich bei ihren Urteilen einzig und allein vor dem Gesetz verantworten müssen, wenn sie Recht sprechen. Halten sich unsere Richter denn vollkommen ans Recht? Oder wird das Gesetz hier interpretiert, dort ignoriert oder vielleicht sogar gebrochen? Was wäre, wenn ein Richter nicht unabhängig entscheiden würde? Wäre dann der Rechtsstaat nicht ausgehebelt? Was sollte man von einem befangenen Richter halten? Und was sollte man von den Personen halten, die einen Einfluss auf den jeweiligen Richter ausüben? Denkt mal in Ruhe darüber nach. Wieso kommen Verfassungsrichter davon, wenn sie entgegen dem eindeutigen Gesetzeswortlaut gegen die eigene Befangenheit entscheiden? Warum stehen Karlsruher Richter zu ihrer Befangenheit? Bei wenigen Angelegenheiten, nicht aber bei einer so wichtigen Sache wie dem ESM. Was bedeutet es für die richterliche Unabhängigkeit, wenn man sich in Karlsruhe nicht an die Befangenheitsvorschriften hält? Warum werden Entscheidungen über Befangenheitsanträge nur sehr knapp oder gar nicht begründet, obwohl dies nur für Nichtannahmeentscheidungen legalisiert ist? Wieso legen die Bundesverfassungsrichter ihre Befangenheitsvorschriften mindestens seit 1984 in ständiger Rechtsprechung falsch aus? Wer bezahlt das, wenn aus verfassungsrichterlicher Befangenheit Schäden entstehen?